Herzlich willkommen zu einer neuen Vortragsserie. Und zwar sprechen wir über Elektrizität. Das ist ein ganzes Paket an Videos. In dieser Playlist, in diesem Paket hier, geht es einmal um die Grundlagen. Physikalische Grundlagen, was ist Elektrizität überhaupt? Man hat das ja lange gewusst. Elektrizität ist eigentlich eine relativ neue Erfindung, wenn man es mit anderen Erfindungen. Da habe ich schon was gesagt. Ich kann schon sagen, ob wir das erfunden haben oder nicht. Eine neue Anwendung. Jetzt nennen wir es Anwendung. Also man hat schon gewusst, und die Griechen haben das schon gewusst, dass wenn man Bernstein reibt, dass da irgendeine Kraftwirkung davon ausgeht. Wir kennen das alle. Luftballon, wir reiben halt nicht Bernsteine, sondern Luftballons. Und dann stützt er die Haare auf oder so. Das haben die Griechen schon entdeckt und die haben da eben Bernstein dazu verwendet und deswegen hat man dem Bernstein auch besondere Heilungskräfte nachgesagt. Ja, die hat man aufgeladen, indem man es gerieben hat und in die Sonne gelegt hat und dann hat man eben diese Kraftwirkung auf den feinen Härchen gespürt und dann hat man gesagt, ja, das wirkt alles Mögliche. Bernstein auf Griechisch heißt übrigens Elektron. Ja? Kein Zufall. Ja? Nämlich wie sich die Forscher nachher, das war 1600 erst, also relativ spät, wenn man es vergleicht mit der Mechanik, wie sich die Forscher dann das erste Mal beschäftigt haben, so, weißt du, was ist das eigentlich, wo kommt das her und wieso ist das, dann sind sie eben von diesem Bernstein ausgegangen und deswegen heißt das von Elektron auf Elektrizität und so weiter, das waren dann so Wortschöpfungen, die daraus entstanden sind. Ursprünglich geht es, wie gesagt, auf den Bernstein zurück. Und die Farbe, Elektron, heißt irgendwas orange oder so, oder Sonic, glaube ich. Bernstein wäre der Sonnenstein, wegen seiner Farbe. Also eigentlich, mit der Elektrotechnik geht die Sonne auf. Wir werden es sehen. So, was passiert da eigentlich, Elektrotechnik? Es gibt ein Grundelement. Fertig. Ja. Es gibt genau eine Sache, die alles bedingt, ja. Und das ist die sogenannte Ladung. Was eine Ladung ist, schauen wir uns das einmal an. Ja. Wir beginnen beim Atom. Wieso nicht? Ja. Kleinstes Bauelement. Ja. Zumindest haben wir das lange geglaubt. Bis man darauf kommen ist, man kann auch Atome spalten. Und zwar schauen wir sich an, das Porsche Atommodell, das reicht für uns. Ja. Wir brauchen nichts Komplizierteres, wir brauchen keine Orbitale oder sonst irgendwas. Wir stellen uns das jetzt einfach so vor. Das sollte für die Effekte, die wir uns ansehen, absolut ausreichend sein. Ne. Das werde ich jetzt kurz einmal erklären, wie das Porsche Atommodell aufgebaut ist. Und zwar, im Porsche Atommodell gibt es einen Atomkern, ja, der besteht aus zwei Teilchen. Zwei verschiedenartigen Teilchen. Da gibt es erstens einmal Teilchen, die sind positiv. Na, die heißen Protonen. Sagen wir so. Machen wir mal so, die heißen Protonen. Ja. Dann gibt es dazwischen andere Teilchen, die heißen. Machen wir da einen her. Ja. Schöner Kern ist mir da gelungen. Gibt es andere Teilchen, die heißen Neutronen. Ja? Und das ist der sogenannte Atomkern. Ja? Und außen rundherum, da gibt es, stellen wir sich vor, irgendwelche kleinen Punkte, ja? Die flitzen da herum um den Atomkern, die sogenannte Atomhülle. Und in der Atomhülle sind auch Elementarteilchen. Und die heißen Elektronen. Ja? Also, nur mal. Wir haben hier, nehmen wir mal den roten Stift, Elektronen. Ja? Das sind die Dinge da. Atomhülle. Flitzen herum um den Atomkern. Ja? Sind in der Atomhülle. Dann haben wir Protonen. Die sitzen in der Atomkern.
Und dann haben wir weiters, wenn ich meinen schwarzen Stift finde irgendwo. Vielleicht auch nicht. Ah, doch. Ja. Gut vorbereitet wie immer. Ja. Jetzt haben wir Neutronen. Das sind die drei Dinge, aus denen so ein Atom aufgebaut ist. Ja. Es ist jetzt so, dass man relativ bald herausgefunden hat, dass die Masse eines Elektrons ist im Kern konzentriert. Ja. Also Protonen und Neutronen, die haben Masse. Ja. Schreibe ich da dazu. Hat Masse. Der hat auch Masse. Neutron. Ja. Also da kommt das Gewicht her. Im Atomkern ist die Masse konzentriert. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich hier noch geschrieben, hat keine Masse. Jetzt ist man mittlerweile drauf gekommen, stimmt nicht ganz. Ein Elektron hat schon eine Masse. Hat man lange nicht gewusst. Aber das hat wirklich nichts. Ne? Also sehr wenig Masse. Ja? Fast keine, schreibe ich. Im Vergleich zu denen. Ne? Ich meine, im Vergleich zu mir sind es alle nichts. Ne? Ja, also das ist die Masseverteilung im Elektron. Ne? Und dann gibt es auch noch Eigenschaften, hat man festgestellt. Das sogenannte, und hat die Ladungen genannt, elektrische Ladungen. Und da hat man festgestellt, dass ein Elektron hat eine negative elektrische Ladung. Das Elektron hat eine negative elektrische Ladung. So hat man das einfach genannt. Man hat herausgefunden, dass es zwei unterschiedliche Ladungsvarianten gibt, ja, und man hat die negativ und positiv genannt. Ja. Die hätten wir lila und schwarz nennen können oder weiß nicht, heiß und kalt. Ja. Aber man hat sich für negativ und positiv entschieden. Warum werden wir sehen, ist nämlich praktisch. So, Proton hat dann die positive elektrische Ladung. Okay. Und ein Neutron hat keine elektrische Ladung. Okay. Also der hat nicht fast keine, der hat wirklich keine. Ja. Zumindest so viel wir heute wissen. Alles andere war eine Überraschung. Keine elektrische Ladung. Und normalerweise gibt es genauso viele Elektronen wie Protonen in einem Atom. Das heißt, von außen betrachtet ist ein Atom elektrisch neutral. Und das ist jetzt schon das Praktische, warum man das mit positiv und negativ genannt hat, weil sie die gegenseitig aufheben können. Da hinten sind positive Ladungen, da sind die Plus unten drin und außen sind genauso viel Minus drin und in Summe ist gar nichts. In Summe ist die Ladung 0. Ich muss nur zusammenzählen. Ich muss praktisch nur die Anzahl der Protonen zählen, die Anzahl der Elektronen. Zähle die zusammen, kommt 0 raus. Passt. Ja. Das heißt aber auch, dass die Elektronen und die Protonen eigentlich genau den gleichen Betrag an elektrischer Ladung mit sich führen. Ja. Die haben eine gewisse Masse und haben auch einen Betrag, eine elektrische Ladung. Ja. Und der heißt E, Elementarladung, und die ist 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Das ist die Ladung eines Protons. Coulomb ist die Einheit der elektrischen Ladung. Coulomb heißt es. Das ist einfach so. Das hat man entdeckt. Ja? Genauso wie Dinge ein Gewicht haben, eine Masse haben, weißt du, in die Protonen, je mehr Protonen irgendwo drin sind und je mehr Neutronen irgendwo drin sind, desto schwerer ist das Teil. Ja? Ganz einfach. Und da ist jedes Proton, jedes Neutron hat eine gewisse Masse und jedes Proton, jedes Elektron hat eine gewisse Ladung. Das ist einmal so. Ja? Ein Elektron hat folgerichtig genau die gleiche Ladung, nur negativ. Das hat minus E, minus die Elementarladung.
1,602 minus, vergessen, mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Das Ding da heißt Elementarladung. Elementarladung. Und eine Konsequenz daraus ist, wenn ich schaffe, dass ich ein Atom, ein Elektron wegzupfe, ein Proton wird nicht schaffen. Proton, die sind so fest da drin, in dem Kern drin, das ist ein Wahnsinn. Aber wenn ich schaffe, dass ich so Proton ausreiße aus der Hülle, dann ist plötzlich dieses Atom nicht mehr neutral, sondern ist insgesamt positiv geladen. Insgesamt wird es positiv geladen dann und heißt Ion. Oder vielleicht schaffe ich es sogar, dass ein Elektron dazu schummelt, dann ist es insgesamt negativ geladen. Wichtig dabei ist, ich kann nur ganze Elektronen weg oder dazugeben. Das heißt, ich kann nur in ganzzahligen Vielfachen von diesem E da die Ladung eine oder wegnehmen. Das ist ein Körper mit Elektronenüberschuss, ist negativ geladen. Ein Körper mit Elektronenmangel ist positiv geladen. Okay? Üblicherweise sind Körper, irgendwelche Gegenstände, gar nicht geladen, weil sie eben zwar aus wirklich, wirklich vielen Atomen bestehen und jedes Atom für sich aber genau gleich viel Protonen und Elektronen hat und in Summe ist das halt einfach nichts. Und wenn es dann schafft, dass ich ein paar Elektronen wegnehme, nämlich wenn ich dran reibe mit irgendeinem Fetzel oder so auf meinen Luftballon, dann habe ich dem Elektronen weggegeben oder hinzugefügt, das kann man nicht hundertprozentig genau sagen, das kommt ein bisschen auf die Materialbarung da an. Aber auf alle Fälle ist das aufgeladen und wenn ich das zu den Ohren halte, dann stellen sie die auf. Wieso stellen sich die auf? Das liegt nämlich daran, dass man herausgefunden hat, dass sich zwei Ladungen entweder anziehen können oder abstoßen können. Okay? Und zwar, welche Ladungen ziehen sich an? Ungleichnamige Ladungen ziehen sich an. Also positive und negative Ladungen wollen zusammen. Positive und positive Ladungen, gleichnamige Ladungen, stoßen sich ab. Und zwar ganz genauso gewaltig, wie sie negative und positive anziehen. Und negative und negative ziehen sie auch, also stoßen sich auch ab. Und gar nicht so wenig. Da gibt es eine Kraftwirkung. Da gibt es eine Kraftwirkung. Diese Kraftwirkung, was diese Kraft auf die Ladungsträger bewirkt, und wieso und warum, das werden wir sie im nächsten Video ein bisschen anschauen. Da werden wir sie anschauen, ja, warum bleiben denn gleich die Elektronen da in der Umlaufbahn? Die Elektronen bleiben in der Umlaufbahn, weil sie angezogen werden da. Und sie teilen sich auch halbwegs gleichmäßig auf da, weil nämlich die anderen Elektronen, das sind gleichnamige Ladungen, da werden sie angestoßen. Aber wie gesagt, wie man die Kräfte sich anschaut, auch in Analogie mit der Gravitation, die uns ja allen ein Begriff ist. Mir ist jetzt gerade der Stift zurückgefallen. Warum liegt er unten? Wegen der Gravitationskraft. Da werden wir ein paar Analogien sehen im nächsten Video. Für dieses Mal danke ich jetzt nochmal für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.